Hallihallöle, mein Name ist Meshik und willkommen zu meinem zweiten verfickten Scheiß-Tutorial bezüglich eines Glitches in der Karas-Ankunft. Also, bis gleich. Für diesen Glitch braucht ihr eigentlich ein großes Reittier. Aber zuerst fliegt ihr in diese Ecke, sattelt ab, ganz dicht an die Ecke stellen. Merkt euch diese Koordinaten. Dann sattelt ihr auf irgendein großes Reittier auf, bestenfalls auf ein Mammut, Wollmammut, Tundra, bla bla bla, Mammut, dann lockt ihr aus. So, jetzt seid ihr ja wieder eingeloggt und könnt einfach mit dem Reittier durch die Mauer durchspringen. Dann sattelt ihr ab, geht an der Kante entlang und ja nicht zu weit links gehen, weil sonst seid ihr draußen. Dann stellt ihr euch circa so her, trinkt euer Loggenvorgas-Elixier, bis ihr euch ganz, ja sagen wir mal, erstmal macht ihr euch klein. Dann trinkt ihr euer Loggenvorgas-Elixier, dass ihr euch ganz leicht wie eine Feder fühlt. Und geht einfach durch die Mauer durch und landet genau in der Karas-Ankunft. Beziehungsweise nicht die Karas-Ankunft, sondern quasi der Eingang. In der Gruft. Naja, Blizzard hat ja, die Karas-Ankunft rausgepatcht, weil es anscheinend zu gruselig wäre für 12-Jährige. Finde ich nicht, aber tja, egal. Kommen wollt, was ihr in der Vorschau gesehen habt, ja, habe ich einen guten Tipp für euch. Das ist ein leerer Brunnenschacht und da springt ihr nachher einfach runter. Ja, aber vorher, bevor wir runterspringen und uns lieber nicht verletzen wollen, trinken wir unseren Loggenvorgas-Elixier, bis wir uns wieder leicht wie eine Feder fühlen. So, jetzt fühlen wir uns wieder leicht wie eine Feder, springen hinunter. Und ja, so, wir sind jetzt auf diesen riesen Knochenhaufen gelandet, wo sich wirklich jeder Hund freuen täte. Wirklich jeder. Ja, deswegen Let's Dance. Und ich sag nur eins. Bis dann, Leute. Now hit the lie, take a shot to the head while I penetrate these lead walls. Look at all these MCs fall from their legendary status. They're singing back up for Gladys. Watching the madness get complicated, cause young cats is overrated. While heads like a Pontiac bronze.